Die Dolomiten. Ein Meisterwerk der Natur. Das Weltkulturerbe Dolomiten ist zweifelslos eines der schönsten Gebirge der Welt und gleichzeitig Austragungsort des Doneman Dolomiti. Über eine Strecke von 193 Kilometern gilt es, 7 Dolomitenpässe und insgesamt 4700 Höhenmeter zu überwinden. Im Sommer 2020 stellten wir uns der anspruchsvollsten Gebirgsrundfahrt in Norditalien. Am Stoneman Infopoint in Sexton erhielten wir unsere Startunterlagen. Damit konnte es am nächsten Morgen in Cortina d'Ampezzo losgehen. Unser Ziel, der erste Checkpoint, Passo Falzarigo. Nach den ersten 900 Höhenmetern hatten wir zunächst Probleme, die Stempelstelle am Checkpoint zu finden. Diese wurde durch die Passagiere von 3 Reisebussen verdeckt. Nachdem mein Freund Thomas und ich den ersten Stempel endlich hatten, folgte eine rasante Abfahrt mit weit über 60 Stundenkilometern. Doch schon bald ging es wieder 170 Höhenmeter bergauf nach Santa Lucia. Uns war klar, dass nach Santa Lucia eines der Highlights des Tages auf uns wartete. Der Passo Ciao. Die 9,5 Kilometer lange Passstraße zum Gipfel forderte mit seinen 850 Höhenmetern und 29 180 Grad Kurven alles von uns ab. Am Gipfel angekommen, holten wir uns unseren zweiten Stempel und genossen nach bisher 2000 absolvierten Höhenmetern den fantastischen Ausblick. Unser Ziel war es, den kompletten Rundkurs an einem Tag zu schaffen. Somit mussten wir schnell wieder aufs Rad und genossen eine entspannte Abfahrt mit 31 Kehren bis Cortina d'Ampezzo. In Cortina angekommen, fiel es uns schwer, die richtige Strecke zu finden. Wir verloren wertvolle Zeit und strampelten unnötige Zusatzkilometer. Am Passo Tricrochi war der Name Programm. Ich fühlte mich jetzt schon total groggy. Ab diesem Punkt fuhr jeder sein Tempo weiter in Richtung des nächsten Checkpoints, die 3 Zinnen. Als die 3 Zinnen bereits in sichtbare Nähe rückten, forderten die zuvor zurückgelegten Höhenmeter ihren Tribut.
Bei maximaler Steigung von 22% ging es nur noch schiebend voran. Nachdem wir ziemlich erschöpft oben ankamen, begriffen wir, dass der komplette Rundkurs nun nicht mehr an einem Tag zu schaffen wäre. Als krönenden Abschluss des Tages gönnten wir uns noch die rasante Abfahrt ins Tal, wobei wir wieder etwa 70 Stundenkilometer erreichten. Am nächsten Tag hatten wir zwar noch einige Streckenkilometer vor uns, jedoch mit nicht mehr ganz so vielen Höhenmetern wie am Vortag. Auf unserer Route passierten wir viele schöne Orte, darunter auch das an einem Stausee gelegene Aronzo di Cadore. Mit ausgeruhten Beinen passierten wir den Pass San Antonio in Richtung Kreuzbergpass, den Passo Monte Croce. Bei wunderschönem Sonnenschein und wenig Straßenverkehr genossen wir die Fahrt durch die Wälder der Dolomiten. Wir bemerkten gar nicht, dass wir unserem Ziel bereits relativ nah waren. Kreuzbergpass legten wir eine kurze Pause ein und holten uns am Checkpoint den letzten Stempel. Auf den letzten Kilometern Richtung 6. folgte eine letzte schöne Abfahrt. Am Infopoint in 6. angekommen, waren wir froh, den Rundkurs doch an 2 Tagen geschafft zu haben. Mit der Stoneman-Trophäe im Gepäck traten wir voller Stolz den Heimweg mit unserem Auto an.